Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels gegen den SC Wiedenbrück begrüßen. 1.868 Besucher sahen den 2:1-Erfolg unseres KFC am heutigen Freitagabend in der Grevener Rotenburg. Noch die Spiele von den anderen Plätzen, die heute Abend, beziehungsweise ein Spiel hat ja schon am 25.10. stattgefunden haben, die lauten wie folgt. Am 25.10. schlug der 1. FC Köln 2 den Wuppertaler SV mit 6:3. Heute unterlag dann die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach Viktoria Köln mit 0:1. Der SC Verl und der SV Rödinghausen trennten sich unentschieden 3:3. Und der FC Wegberg B unterlag dem TuS Erntebrück mit 2:3. Die anderen Spiele dann morgen bzw. übermorgen. Bei mir die Trainer der beiden Mannschaften, die heute in der Grotenburg aufeinander getroffen sind. Zu meiner linken Gästetrainer Björn Mehnert, zu meiner rechten KFC-Trainer Michael Wiesinger. Herr Mehnert, ich darf Sie dann zunächst um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, schönen guten Abend zusammen. Glückwunsch an den Kollegen und seine Jungs. Ich glaube, zum letztendlich verdienten Sieg. Wir sind gut ins Spiel gekommen. Die ersten 7-8 Minuten hatten, glaube ich, gute Passagen, haben die Räume eng zugestellt. Haben es dann aber verpasst in 3-4 Situationen, wo wir im Umschaltspiel Möglichkeiten gehabt hätten, wo wir aber uns der letzte Mut, die letzte Überzeugung fehlte, wo vielleicht der Respekt dann doch ein Stück weit zu groß war aufgrund der phänomenalen Serie. Und es ist ja auch kein Zufall, dass der KFC so weit oben steht, weil wenn man so ein Torverhältnis hat, dann ist das auch eine harte Arbeit, die dahinter steckt und ein Konzept. Und deswegen völlig verdient auch Glückwunsch zur Meisterschaft. Dann tolle Kombination zum 0-1, muss man sagen, Respekt, haben die Jungs gut ausgespielt. Wobei ich sage, das kann man verhindern auf der linken Abwehrseite. Da gehen wir nicht konsequent mit und schauen nur den Ball hinterher. Der passt in den Rückraum, da muss natürlich auch jemand im Rückraum dann den Gegenspieler zudecken. Aber trotzdem, man muss auch mal loben, wenn es gut ausgespielt war. Ja, das 2-0. Hätte jeder Zuschauer wahrscheinlich gedacht, dass uns das völlig aus der Bahn wirft, aber das zeigt dann auch, welche Qualität wir mittlerweile schon haben. Und als die Jungs dann immer mehr im Laufe des Spiels gemerkt haben, ja, hier ist doch noch was möglich, dann das 1-2 gemacht haben, ich glaube, hat keiner mit gerechnet, dass der KFC überhaupt noch ein Tor kassieren kann dieses Jahr. Und dann hat man gemerkt, was möglich gewesen wäre, wenn wir schon in der ersten Halbzeit diesen Mut, diese Überzeugung im letzten Drittel gehabt hätten. Man hat, glaube ich, auch gesehen am Ende, als der Abpfiff war, wie sich der Gegner gefreut hat. Ich glaube, die waren froh, dass das Spiel zu Ende war, weil wir dann wirklich nochmal die letzten 10, 12 Minuten alles in die Waagschale geworfen hatten. Jetzt ein, zwei größere Chancen mit eigenem Jiljerim, aber wenn man auch so einen sehr tollen oder sehr guten Torhüter hinten drin hat, auf den man sich verlassen kann, dann ist es halt schwierig. Deswegen glaube ich, letztendlich einfach verdienter Sieg auch für den KFC, weil sie einfach cleverer und abgezockter sind, auch in gewissen Situationen. Und haben sich die Herbstmeisterschaft auch verdient. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Verspreche aber, ihr solltet es vor dem letzten Spieltag klar machen, weil in Wiedenbrück sind wir dann noch ein Stück mutiger. Vielen Dank, Björn Mehnert. Ich denke mal, es wäre auch schöner, die Meisterschaft hier in der Rotenburg klar zu machen. Da könnte man sich direkt ein bisschen mehr freuen. Aber soweit sind wir noch nicht. Deswegen erstmal der Kommentar von Michael Wiesinger zum heutigen Spiel. Ja, danke erstmal für die Glückwünsche. Nehme ich gerne an zur Herbstmeisterschaft. Ich finde es für uns ein wichtiger Titel erstmal, weil man einfach merkt, jetzt ist man bei der Hälfte und man hat über diese 17 Spiele einen guten Job gemacht. Die Mannschaft hat heute, finde ich, wie der Kollege richtig sagt, nach 7-8 Minuten, wo wir ein bisschen reinfinden mussten, eine bravouröse erste Halbzeit gespielt, vieles gemacht, was mir gut gefällt, wir waren aktiv, wir sind gut angelaufen, die ersten vier, wir haben gut gegen den Ball gearbeitet, wir waren gut im Gegenpressen, es waren schon so ein paar Spielmittel, die mir halt richtig gut gefallen haben. Das Einzige, was man ein bisschen bemängeln muss, ich fand, die erste Halbzeit war mehr drin. Wir hatten mehr Abschlüsse, vielleicht auch noch das 2-0. Also für den Aufwand, den wir dann betrieben haben, war es mir zu wenig. Ich wusste, das ist eine Umschaltmannschaft, extrem gefährlich. Du musst die Angriffe zu Ende spielen. Das haben wir die Woche auch oft zum Thema gemacht. Wir waren die Woche vielleicht nochmal ein Tick akribischer wie sonst, weil ich einen heiden Respekt hatte vor dem Gegner. Wir haben uns viele Sequenzen rausgezogen, wo wir heute aufpassen müssen. Nochmal kann ich meiner Mannschaft ein riesen Kompliment machen. Das 2-0 war gut für uns. Man hat dann nach dieser Standard gemerkt,
Ja, irgendwie hat man das Gefühl gehabt, meine Mannschaft kannte das Gefühl nicht, ein Gegentor zu kriegen. Wir haben uns zu lange geschüttelt, dann haben wir gemerkt, jetzt müssen wir das Ding irgendwie über die Zeit kriegen. Ich glaube, ein bisschen ist uns dann die Power ausgegangen, weil wir gerade über die 70 Minuten richtig gut angelaufen sind. Wir waren extrem aggressiv gegen den Ball, auch in der Umschaltbewegung. Also es war halt schon, das war ein guter Style, das hat mir gut gefallen, muss ich echt sagen. Und ja, solche Spiele sind Big Points. Wiedenbrück schlägst du zu Hause nicht so einfach, das zeigt die Statistik. Wir sind Mannschaft, Kompliment muss ich zurückgeben. Die haben einen Plan, die sind unangenehm, haben aber auch fußballerische Sequenzen drin. Brutales Umschaltspiel für diese Liga top. Ja, gute Leute drin, auch die im 1 gegen 1 nicht so leicht besiegst. Aber ich fand auch, dass wir dann in so entscheidenden Momenten vielleicht, ich weiß nicht, ob es cleverer war, aber wir haben dann ja, richtige Entscheidungen getroffen, sagen wir es mal so. Also für uns ein richtig schöner Abend, heißes Spiel fand ich, schwerer Platz heute wieder, muss ich auch sagen, was bei den Teams da für Wege gegangen sind bis zum Schluss. Das kommt so ein bisschen öfters mal zu kurz, wenn man am Schluss über den Platz geht, Kollege das bestätigen. Also hat man schon das Gefühl, dass man zum Platz zum Spiel liefern kann. Gut ab für beide. Okay, für uns geht's weiter. Mund abputzen, regenerieren. Fahren wir nächsten Samstag nach Köln. Das nächste schwierige Spiel. Also groß feiern wird nicht sein. Aber die Mannschaft hat sich jetzt einfach ein Lob verdient. Das kriegt sie für den Aufwand. Und ja, wir bleiben dran. Gegner wünsche alles Gute. Und es geht mir auch so. Ich hätte es gern, wenn überhaupt, dann nicht im Rückspiel oder im letzten Spiel. Das möchte ich nicht. Aber Fußball ist ja bekannt und kein Wunschkonzert, deswegen warten wir es mal ab. Vielen Dank, Michael Wiesinger. Gibt es noch Fragen von Seiten der Presse? Ja. Bitte schön, Herr Wiesinger, es gibt so einen Spruch für die Herzmeisterschaft, können Sie dir nichts kaufen. Trotzdem haben Sie gesagt, es wäre ein wichtiger Titel. Können Sie das nochmal vielleicht ein bisschen begründen? Frage nach der Herbstmeisterschaft, für die man sich nichts kaufen kann. Michael Wiesinger sagt dazu, dass es ein wichtiger Titel ist. Was der Löhler wissen möchte, ist, wie er darüber jetzt genau denkt. Naja, wichtig ist für mich nur, wie du mit dem Titel umgehst. Und für uns muss das heißen, jetzt einfach noch einen Schritt mehr zu machen, fleißiger zu sein, ja, noch euphorischer zu sein in der täglichen Arbeit. Darum geht es. Dann ist es für mich ein wichtiger Titel. Und sicher kein wichtiger Titel, um mich erstmal auszuruhen. Das wird bei uns nicht passieren. Aber Titel sind nun mal Titel. Jetzt machen wir einen Haken dran, wir haben einen Hallentitel. Und ich möchte gerne Titel gewinnen. Und ich möchte mit dem Club hier das Maximum erreichen. Und auf halber Strecke haben wir schon mal einen guten Job gemacht. Herr Lahr, ich habe noch eine Frage nach. Wie fällt Ihr Hinrundenfazit aus? Frage nach dem Hinrundenfazit von Michael Wiesinger. Ja, mir war klar, dass wir eine gewisse Zeit brauchen, um alles umzusetzen, was wir wollen oder was ich im Trainerteam vorgebe. Athletisch vor allem habe ich viel von den Liften oben gesehen von Anfang an, dass wir da ein paar Schrauben drehen, die auch brauchen werden. Da sehe ich uns einen Schritt weiter momentan. Am Anfang mussten wir doch das eine oder andere Spiel auch über die Zeit retten. Das ist jetzt momentan, über die letzten, im letzten Spiel hatte ich immer das Gefühl, sondern wir sind jederzeit in der Lage, nochmal anzuschieben. Spielerisch, okay, wer gewinnt nicht gerne 1-0? Die Häufigkeit hat mich selber überrascht. Wir haben jetzt erlebt im Fußball. Ich bin jetzt kein Trainer, der seiner Mannschaft sagt, machen wir 1-0, jetzt hören wir auf. Ja, also, das ist ja Schwachsinn. Es ist einfach so gekommen, wie es ist. Das ist aber auch ein Zeichen von einer ehrlichen Arbeit, die meine Mannschaft abliefert. Aber nochmal, das machen nicht nur wir. Die Liga ist ausgeglichen. Es gibt richtig gute Vereine. Heute war ein Gegner da, der wird weiter eine gute Rolle spielen. Also von daher wird es Woche für Woche ein Abnutzungskampf werden. Das bin ich einfach der Meinung. Und jetzt nach 17 Spielen kann man erstes Resümee ziehen und das ist für uns natürlich sehr positiv. Gibt es noch weitere Fragen? Dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, unserem Gast aus Wiedenbrück. Alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Insbesondere drücken natürlich die Daumen gegen Viktoria Köln. Aber Sie würde ich dann gerne wieder begrüßen hier zum nächsten Heimspiel, das im Niederrhein-Pokal am Samstag, 25. November, 14 Uhr zu Gast, Rot-Weiß Oberhausen. Bis dahin, schönen Abend, auch schönes Wochenende. Tschüss und Schau, seid ihr und euer Kapzüri.